Okay. Okay, ja. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Ich habe gemerkt, dass es doch mein Gerede leise war. Gerade gucken. Genau, wir versuchen das noch. Dass mein Gerede leise war, leider. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt besser. Na, wollen wir hoffen, wollen wir hoffen. Müssen wir gerade gucken. Wir sind jetzt hier zurückgeworfen worden, aber wir werden jetzt mal hier gucken. Ob wir nicht hier nach. Oh. Ein neugieriger Geist. Okay. Ach, hier waren wir schon drin, ne? Stimmt, hier waren wir schon drin. Aber ich wollte mal gucken, nicht, dass irgendein Buch noch hier rumfliegt. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt kontrolliert haben. Ich meine ja, ne? Fliegt hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim. Mal gucken, ob er uns aufhält. Geil. Ha! Sehr geil. Ey, die kannst du geil dahinter gehen. Okay. Der sagt noch nicht mal was. Wie geil ist das denn? Okay. Revelio. Mensch, da hinten fliegt was. Hier fliegt was, glaube ich, oder? Moment mal, eins. Lumos. Hier fliegt doch was. Vier? Nee. R. Rebellion. Und? Akio. Nein. Lumos. Wo ist denn Lumos? Eins. Lumos. Naja, gut. Egal, komm, wir gehen durch. Jetzt gehen wir weiter. War jetzt ein Versuch wert. Gehen wir mal wieder raus. Haha. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt besser. Leider hat das ein bisschen. Na, war ich leider ein bisschen zu schnell dran. Okay. Wow. Dampf von der Kessel oder was? Dahinter? Moment, wir gehen mal hier raus. Ah, hier geht's doch raus. Und dann. Auf geht's nach Hogsmeade. Cool. Ja, geil. Wow. Der wacht mal gerade. Revelio. Ah, okay. Stufe 1, okay. Godfrey Gryffindor war der größte Duellant. Da war mal drin.
Hier steht davor. Hier kommen wir aber nicht rein, ne? Nein, wir kommen nicht rein. Hier ist ein Schloss. Wir gehen hier mal weiter. Vielleicht finden wir noch was. Ah, hier. Habe ich herausgefunden, wie meine... Wie sie hier ein bisschen mehr gucken kann. Rebellion. Okay. Ein Schloss. Das ist Ollivander. Aber vielleicht hat Ollivander irgendwo was noch. Okay, warte, ich geh mal rein. Fliegt hier auch noch vielleicht was rum? Ne, wir gehen mal hier F. Kann man hier noch was machen? Kann man nicht. Kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Aber hier fliegt auch nichts irgendwo, ne? Okay, gehen wir raus. Ja, hier ist nichts. Hier ist nichts Großartiges zu sehen. Dann wollen wir mal hier reingehen, wenn es geht. Aber was gesehen. Aber hier. Lecker, lecker. Sagt der Zuckerbäcker. Dann gehen wir mal hier durch. Nummer R. Ich R halt auch R. Genau. Das Wirtshaus. Drei Besen. Das jederzeit von... Also derzeit von Sirna Jirion geführt wird, ist angeblich so alt wie Hogsmeade selbst. So weit alt. Ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Ah, okay. Ah, das ist ein Butterbier. Lecker. Hier nochmal F. Paar Nüsse. Ich will ein paar Nüsse. Cool. Wir gehen mal hier hoch. Vielleicht finden wir hier oben noch was. Wow. Geil, also hier finden wir richtig viel Sachen, ey. Heftig. Gehen jetzt mal hier weiter hoch. Boah, das geht ja noch weiter hoch da. Wie heftig ist das denn? Okay, wir gehen jetzt hier mal. Hier geht's wieder runter. Das machen wir gleich. Revelio. Da fliegt wieder was durch die Gegend. Aber das kriegen wir wahrscheinlich später erst. Wir gehen mal hoch. Geht aber ganz schön hoch, das Ding. Ah, geschlossen Stufe 1. Okay. Dann gehen wir runter. Runter, runter, runter. Dann gehen wir hier entlang. Dann gehen wir da mal zu dieser Türe. Und gucken mal, was da ist. Okay. Dann gehen wir hier runter. Wie geil ist das denn? Ah, hier geht's hoch. Ah, okay, okay.
Aha, aha. Sehr geil, sehr geil. Jetzt hier geht's rein. Was ist das hier? So ein Haus, ne? Ja. Revelio. Ey, was kann man denn alles finden hier? Was machst du hier beim Schlafsaal? Sehr schön gemacht. Okay, gehen wir wieder raus. Ah doch. Wollte gerade sagen, habe ich hier keine Untertitel mehr. Boah, der kann es alles durchsuchen hier. Oh, Madame de la Pompon, ja, ich knütze dich, deine Hand, ja. Oh, oh so nett, Annette. Oh, was zu trinken? Ich muss doch mal was. Oh, ein König, leckeres Käffchen, oh, lecker. Oh, wo hat er das Käffchen hingetan? Wo hier, ey? Boah. Wieder 5 Goldstücke. Was ist das denn hier? Okay, hier ist ein Buch. Ah nee, das ist. Die Tasse ist dann weg. Aber die Tasse steht noch da, angeblich. Okay, hier. Revelio. Ist hier irgendwas zu sehen? Hier, guck mal. Aber es ist wahrscheinlich draußen, ne? Was soll's? Oh, Cherie, ich gehe jetzt raus. Okay, cool. Eine Ecke. Truhe. Okay, ach, hier ist ein Spiegel. Hier ist ein Spiegel, guck mal. Nur eins. Lumos. Das muss am Eingang sein. Warte mal. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nochmal ins Spiel gucken. Moment mal. 2 Leuchten und diese Steinmauer. Leuchten diese Steinmauer. Das ist ein Eingang, ne? Müsste das sein. Oh, was ist das denn da? Wow. Okay. Warte mal gerade, kann man hier. Ah, kann man auf Hogwarts gucken. Okay. Ich würde sagen, lass uns mal Hogsmeade weiter besuchen. Weiter gucken. Würde ich sagen, ist irgendein Eingang gewesen mit 2 Leuchten. Ja. Na gut, komm, lassen Sie dann zurück das Hogsmeade gehen.
Ja, das ist so eine Sucherei dann. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Wir gehen mal hier weiter. Hier ist alles zugesperrt. Ja, hier können wir reingehen. Nee, hier können wir nicht rein. Hier ist alles vorgestellt. Die Pendel erscheint wie ein harmloser Spaß, aber nicht, wenn man gerade von Caleb Snelling frisiert wurde. Frisst dich durch. Das scheint Mozart zu sein. Das ist auch cool. Ah, hier. Wir gehen hier raus. Wir machen nichts anderes. Ne? So, so irgendwas rumfliegt. Ne? Hab ich nicht gesehen. Gehen wir wieder raus. Okay. Haha. Okay. Nee, ist abgeschlossen anscheinend. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, ne? Finde ich auch. Boah, hier. Ja, ist ja geil. Guck mal, wie das aussieht hier. Ja, nee, die frisst sich hier durch, oder? Mein Gott, oh Gott, oh Gott, die frisst sich echt hier durch, Hammer. Boah, krass, ey. Ah, es ruckelt das schon wieder so. Ah. Manu, ich will das aber nicht, dass es ruckelt bei hoch. Wow, geil. Guck mal hier. Komm mir so vor wie so ein Puppenhaus. So Barbie-Puppenhaus. Er muss da raus, ich weiß. Geil. Ja, cool. Also gehen wir raus wieder. Manchmal frage ich mich, was wir bis dahin halt zusammen. Honeycubes. Okay. Honig, ne? Honigtopf. Honigtopf! Genau, das ist der Honigtopf. Ey, cool. Okay.
Okay, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Aller möglichen Krimskrams, Leckereien, guck mal. Lecker, lecker, sagt der Zuckerbäcker. Oh, hier. Halloween ist auch da. Okay. Revelio. Mal gucken. Die sehen tue ich nichts. Ah, mein Knie wieder. Ah, hier. Ja, hier frisst sich auch wieder durch. Aber ist egal, mach mal einfach. Und, passiert was? Uiuiui. Das war scharf. Ah, okay. Jawoll! Explodierende Bonbons, Handbuchseiten. Eine Süßigkeit explodiert beim Verzehr. Auch wenn sie eher keine schwache Verletzungen verursachen, sollte man sie jedoch vorsichtig kauen, genau. Doppelung aktivieren, okay. Sehr geil. Weiter. Verriegelt, aber da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch irgendwann hin. Ah, leckerer Kuchen. Gleich ist sie dick. Ja, ja, so viel gegessen hat. Aha. Haben wir hier, oh, Kuchen. Also mach mal, ne, pass auf. So stellen und dann F machen. Passiert was? Nein, passiert nichts. Okay. Oh nee, komm her. Ich bin doch nicht verfressen, oder? Na klar bin ich verfressen, nur. Komm, lass mal gehen. Aber ja, das ist aber cool hier. Der Laden ist echt geil. Dahinter ist nichts mehr. Verkauft denn hier einer irgendwas? Nein, okay. Dann gehen wir raus. Der Honigtopf, geil. Das ist verschlossen. Geschlossen. Also hier ist aber. Wenn wir das schön machen hier. Boah, cool. Jawoll! Flog eine Seite rum. Gerade so gesehen. Nächste Seite habe ich auch gefunden. Cool. Was ist das? F. Nochmal. Ah, okay. Warte mal, ich muss mal hier hoch. Auf geht's nach Hogsmeade. Ah, okay. Dann bin ich aus Hogsmeade raus. Ich will aber in Hogsmeade bleiben. Diesmal renne ich auch mal. Okay, jetzt gehen wir mal normal weiter. War denn gerade eine Seite? Verdammt nochmal. Revelio. Guck an, eine Seite durch die Gegend. Da ist er. Jawohl. Ich dachte, hier könnte man anders rein.
Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, es soll wohl nicht sein. Außerdem habe ich vielleicht einen Mülleimer umgeworfen. Nun gut, ich bring's in Ordnung. Wie immer. Jawohl, Schapse. 8 Stück. Was war das denn gerade hier? Der hat mich fast so umarmt, ne? Und dann wird er durch, immer durch mich hindurch gelatscht. Oh, hallo. Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Ach, hier kann man sich ummodeln. Hallo. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Warum nicht? Nee, ich bleib so. Ich weiß nicht, was Sie meinen, aber ich fühle mich wohl, wie ich bin. Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tom. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Nee, wir bleiben so, wie wir sind. Ich wollte nur mal gucken. Mal mit ihr reden. Aber wir bleiben so, wie wir sind. Würde ich eher sagen. Warte mal gerade, war da hier irgendwas im Spiegel? Nee, alles klar. Ja, ich will mal gucken, ob da nicht irgendwas ist noch. Ja. Wir gehen hier mal runter. Lalalalalalala. Okay, gucken wir mal. Verriegelt und verrammelt. Okay. Wir gehen weiter runter. Alles verriegelt und verrammelt. Alles. Ach, hier waren wir schon. Okay. Hier kommen wir wieder schleifen. Hier habe ich, glaube ich, auch schon alles. Willkommen bei J. Pippins. Fliegt ja auch nichts rum, ne? Aber ich meine, ich hätte ja alles, aber warum steht da 1 bis 15? Naja, gucken wir mal. Aber ich glaube, das sind die Sachen, die wir noch nicht kriegen. Richtig. Aber hier kommen wir auch mal ran. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ey, voll krass. Oh, guck mal. Können wir die öffnen? Reparo. Nein. Revioso. Auch nicht. Hier. Auch nicht. Revelio. Numos. Können wir wahrscheinlich später öffnen.
Ich würde sagen, ja, das war's schon wieder. Jetzt sind wir da, wo wir letztes Mal standen. Wo wir letztes Mal aufgehört haben. Geil, oder? Alles klar, bis dann, euer Sai. Wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt besser. Gebt dem Video einen Daumen hoch, Kommentar, Abo, wie ihr wollt. Guckt euch das Video Let's Play an. Ich rasche nicht einfach durch. Ich gucke mir einfach mal alles an. Manchmal ist es auch ein bisschen zu sehr am Ruckeln, ich weiß. Ja, aber das ist mir relativ egal. Hauptsache mal sehen, genau, genug. Guckt die mich nicht an. Das ist genauso wie bei Days Gone. Sie hat immer so weggeguckt. Alles klar. Könnt ihr übrigens auch mit meinem Kanal gucken. Bis dann. Bye, bye.